Bobbig. Ja, mein Name war Robert Gutmuth. Ich arbeite bei der Prozentrik schon seit 12 Jahren jetzt ungefähr. 12 Jahre, ein Monat sogar, glaube ich, um genau zu sein. Und ich beschäftige mich normalerweise mit Integrationsprojekten. Integrationsprojekte, sage ich immer, das Schönste ist, man sitzt zwischen allen Stühlen. Der zweite Satz ist immer, im seltensten Fall scheitern sie an der Technik. Deswegen lasse ich auch konkrete Technik oder irgendwelche funktionalen oder nicht funktionalen Programmiersprachen hier weg, sondern bleibe etwas abstrakter. Gut, ich habe auch nicht so ein schönes kritisches System wie eben mit einer Sonde, die zum Jupiter fliegt, sondern einfach ganz langweilige Business-Software. Mein Beispiel-Use-Case oder der Anfangs-Use-Case ist einfach mal, ich habe so eine Softwarelandschaft, die besteht aus einem Webshop, einem Enterprise-Resource-Planning-System, wo man sein Lager und so drin hat, ein Logistiksystem, wo gesteuert wird, wie irgendwelche Pakete zum Kunden kommen. Zusammengearbeitet mit zwei Paketdienstleistern, kann sich jetzt jeder ausdenken, wer dahinter steht, haben sie manchmal Hinweise, ist aber egal. Und als Frontend kann der Kunde halt entweder über die ganz normal auf den Webshop zugreifen, über die Weboberfläche oder auch über eine Mobile App, und ein Mitarbeiter kann mit dem ERP-System kommunizieren. Ein einfacher Fall, Use Case, Kunde kann einen Versandstatus abfragen, geht ganz einfach, man fängt dann hier oben an, geht so durch die Systeme durch, fragt beim Webshop. Der muss eventuell beim ERP-System nachfragen, ist schon verschickt worden. Wenn der sagt, ja, ist verarbeitet worden, dann fragt man beim Logistiksystem, der fragt dann mal einen der beiden Paketdienstleister nach. Ich kann dann dem Kunden sagen, ja, Paket ist in der Verpackung, Paket ist verschickt oder Paket kommt hoffentlich morgen an oder Paket ist weg. Gut, einfaches System funktioniert. Aber wie ist die Welt? Irgendwann, na, also ne, einfaches System, vor allen Dingen, die wir haben. Überall, jedes System hat seine lokalen Daten, jedes System schreibt nur seine eigenen Daten. Und was hier auch noch schön ist, fachlich gesehen ist ein Ausfall relativ unkritisch. Wenn jetzt der Kunde nachfragt und es kommt die Antwort zurück, Paketzustand kann gerade nicht ermittelt werden, da verliert man nicht sofort Geschäft. Das sollte nicht dauernd passieren, aber es ist noch unkritisch. Gut, aber wie ist die Welt? Der Fachbereich hat immer irgendwelche Wünsche. Ich will eine Versandung. Und zwar, wenn der Kunde mit dem Webshop arbeitet, soll es per E-Mail kommen, oder wenn er mit der Handy-App arbeitet, wenn er die auch hat, soll über Push-Operationen das Ganze in die Mobile-App reinkommen. Ganz naiv könnte man sagen, wie implementieren wir das? Wir machen Polling, der Webshop pollt halt die ganze Zeit nach unten, ist das Paket irgendwie ein bisschen weitergekommen. Oder in der Mobile-App wird auch einfach gepollt und immer wenn das Paket den nächsten Zustand hat, gibt es die Benachrichtigung. Kann man sich vorstellen, ist aus mehreren Gründen keine gute Idee. Erstens verschwendet man Rechenzeit für das Polling. Das wäre noch ein bisschen relativ harmlos. Die Benutzer der Mobile App werden einen umbringen wegen des Datenvolumens, was man da verbraucht. Die Paketdienstleister werden einen umbringen oder rausschmeißen, weil man irgendein Rate-Limit überschreibt. Wenn man für alle Pakete jetzt jede Minute nachfragt, ist das Paket schon weitergekommen. Und so Polling ist auch unschön, weil je nachdem, wie man die Polling-Frequenz setzt, entweder verbraucht man weniger Zeit Bandbreite oder man ist, und dann ist man nicht aktuell oder man ist aktueller, aber man ist ja nie wirklich aktuell, sondern es hängt immer von der Polling-Frequenz ab. Deswegen, die bessere Variante ist, man arbeitet mit Polling. Das heißt, im Idealfall schickt der Paketdienstleister, nehmen wir mal an, es ist hier über den Link gegangen, wenn sich der Zustand verändert, schickt ein Event hoch. Oder vorher passiert das ja schon, das ERP-System schickt ein Event an den Webshop, wenn er sagt, okay, ich habe jetzt das Paket bei mir aus dem Lager Richtung Logistik weitergegeben. Und hier im Webshop kann dann entweder eine E-Mail generiert werden an den Kunden oder wenn die Mobile App verbunden ist über den Eventmechanismus des Mobile App-Providers, kann dann ja auch da entsprechend ein Event verschickt werden. Dafür gibt es ja extra in den Handy-Betriebssystemen auch Möglichkeiten. Vorteil, das Ganze ist aktuell. Also wenn unten etwas passiert, wird sozusagen sofort ein Event verschickt. Man hängt nicht von irgendwelchen Polling-Zeiten ab. Man hat deutlich weniger Traffic. Und im Prinzip hat man für jeden Statuswechsel nur einmal hier eine Message-Kaskade. Nicht zusätzliche Messages, die immer nur das gleiche Ergebnis zurückbringen, wenn sich nichts geändert hat. Und ein Vorteil ist, ich habe jetzt weniger direkte Abhängigkeiten. Vorher war das ja so, wenn ich nachgefragt habe, musste diese ganze Strecke runter bis zum Paketdienstleister funktionieren.
Jetzt ist es hier so, wenn ich die Events von unten schicke und im Idealfall nicht nur weiterschicke, sondern jetzt auch noch zwischenspeichere, dann ist das so, wenn der Kunde jetzt mal zusätzlich nachfragen würde, dann müsste das die Nachfragen nur bis zum Webshop gehen. Und der Webshop hat die Daten, die über irgendein Event einmal da reingekommen sind. Das heißt, wenn jetzt irgendwann mal durch einen Systemausfall hier unten irgendwas nicht da ist, ist das Ganze egal. Ich kann meinen Zustand trotzdem jederzeit abfragen. Das heißt, ich habe auch weniger Latenzen da drin. Aber wir haben jetzt die Büchse der Pandora aufgemacht. Wir haben nicht mehr die Situation, dass jedes System für seine Daten zuständig ist, seine Daten selber liest und schreibt und alle anderen nur über irgendwelche Services darauf zugreifen. Wir müssen uns also damit rumschlagen, dass Ereignisse einmalig verschickt werden, also nicht verloren gehen, nicht verdoppelt werden. Wir haben Probleme mit Reihenfolgetreue, müssen wir darauf achten, dass das Ganze funktioniert. Und wir müssen aufpassen, dass die Daten, die in mehreren Systemen redundant vorliegen, auch möglichst konsistent sind. Wenn man sich jetzt die Sage der Pandora mal ein bisschen genauer durchliest, da kommt nicht nur alles Übel der Welt raus aus der Büchse, die man da aufgemacht hat, sondern da kommt auch Hoffnung mit raus, was ich eben schon erwähnt habe, die Hoffnung, die man mit verteilten Systemen und mit den ganzen Problemen auf der anderen Seite verbindet. Ich kann natürlich eine niedrigere Latenz erreichen, ich kann eine höhere Leistung erreichen, weil ich nicht irgendwelche unsinnigen Sachen mache und ich kann auch Ausfallsicherheit erreichen. Das heißt, eben in meinem Webshop-Beispiel, oben funktionieren noch Dinge, auch wenn unten irgendwas gerade zwischendurch kaputt ist. Jetzt mal das Ganze etwas abstrakter von dem konkreten Problem weggegangen. Was ist die eine Sache, die wir in so einem verteilten System haben? Dass wir irgendwelche Aufträge oder manchmal nennt man es auch Commands von einem System zum nächsten schickt. Also wenn wir hier auf unser Beispiel wieder zurückgehen, wenn ein Kunde im Webshop bestellt, muss die Bestellung weitergehen Richtung ERP-System. ERP-System sorgt dafür, dass irgendjemand im Lager ein Paket zusammenpackt. Das ERP-System wird einen Versandauftrag an das Logistiksystem weitergeben und das ganze Paket kann dann irgendwann Richtung Paketdienstleister gegeben werden, dass es Richtung Kunde geht. Kann man überlegen, was ist hier schlimm, was ist nicht schlimm, wenn ich jetzt hier von den Commands irgendwie eins verliere, kriegt der Kunde seine neue Kamera nicht, ärgert sich der Kunde und wird sauer. Insbesondere wenn das Bezahlsystem funktioniert. Genau. Die andere Richtung, wenn ich mal versehentlich ein Paket dupliziere, also ein Command dupliziere und im Worst Case dupliziere ich dann hinten noch das Paket an den Kunden, freut der Kunde sich. Sollte nur nicht zu oft passieren, hat man irgendwann ein Problem. Gut. Anderes Problem oder eine andere Aufgabe, die man relativ oft hat in solchen verteilten Systemen, dass irgendwelche Stammdaten, also nicht Bestellungen, sondern fixere Daten, wie zum Beispiel Kundendaten, aktualisiert werden müssen von einem System zum anderen, die also auch redundant vorhanden sind. Adresse des Kunden habe ich typischerweise nicht nur im Shop gespeichert, sondern habe die irgendwo im ERP-System gespeichert. Wenn jetzt im Webshop der Kunde seine Adresse ändert, dann möchte ich, dass die rüber synchronisiert wird ins ERP-System. Das ist jetzt noch der schöne, einfache Fall. Wenn die Adressänderung immer nur im Webshop passiert, dann habe ich eine Synchronisation in einer Richtung, weil ein System führend ist. Der fiese Fall ist natürlich, wenn ich das nicht so habe, sondern wenn ich auch die Adresse im ERP-System ändern kann, dann habe ich halt eine Synchronisation in beiden Richtungen. Macht die ganze Sache noch etwas fieser und etwas komplizierter. Und worauf trifft man so in der Welt? Das ist jetzt meine Beobachtung, ich mache Integrationsprojekte, was ich so sehe, muss nicht bei jedem Kunden so sein, aber ich vermute mal, dass es bei den meisten Kunden ähnlich ist. Es gab früher mal irgendwann diese Idee, dass es irgendwo Datenservices gibt, so SOA-mäßig, darauf irgendwie aufgesetzt Funktionsservices und darauf irgendwo irgendwelche Oberflächen. Das heißt, man hat oben irgendwelche Systeme, die nicht ihre eigenen Daten haben und dafür unten irgendwo auf Datenservices zugreifen. Hat das schon mal jemand in der Realität gesehen? Ich nicht. Weil würde ja heißen, dass die obere Software überhaupt keine eigene Persistenz hat und zwingend von den anderen Services da unten abhängig ist. Könnte man theoretisch machen, wenn man im Haus seine eigene Software komplett selbst entwickelt. Aber selbst dann hätte man, denke ich, relativ große Probleme mit Latenzen, weil man dauernd durchs Netz für jeden Datenzugriff kommunizieren müsste. Also war eigentlich schon damals keine gute Idee, hat damals nur noch keiner gesehen. Gut, wir haben im Normalfall duplizierte Daten. Wir haben solche Situationen, dass man einen Webshop hat, irgendeine gekaufte Software, ERP-System und beide haben die Kundenadresse.
Und auch der Punkt, man schreibt heutzutage nicht mehr alles selber, kenne ich zumindest keine Firma, sondern man hat gekaufte, fertige Systeme kombiniert mit teilweise selber geschriebenen Systemen, aber typischerweise sind mindestens ein, zwei gekaufte dabei. Und man hat auch nicht die Situation, habe ich auch noch nie gesehen, dass ein Kunde beispielsweise nur SAP hat und man deswegen gar nicht integrieren muss. Selbst SAP kann meistens nicht alles erledigen und man hat noch ein paar Systeme außen drum rum und die muss man auch noch mit reinkommen. Und es ergibt sich dann, man hat Parallelität zwischen den Systemen, weil alle arbeiten für sich, man hat zwischendurch mal Netzwerkfehler, wenn man irgendwelche Daten verschickt, sei es jetzt über HTTP-Aufrufe oder Messaging-Systeme, auch sehr schnell irgendwelche Reihenfolgeprobleme. Gut, gehen wir nochmal zu den Events. Ich hatte schon gesagt, was man ja gerne hat, wenn man so ein Event oder Command verschickt, möchte man eigentlich, dass das ganze Ding auf der Zielseite genau einmal ausgeführt wird. Also exactly once. Geht aber nicht. Ich habe jetzt hier keine Referenz drin, da haben die Theoretiker mal bewiesen, geht nicht. Wenn es jemand was anderes behauptet, muss er sich mit den Theoretikern streiten. Relativ simple Argumentation, warum es nicht geht. Es kann sowohl die Hin-Nachricht verloren gehen oder die Antwortbenachrichtigung. Auf der linken Seite sehe ich in beiden Fällen nur, ich kriege keine Antwort. Ich kann es nochmal schicken, bis ich irgendwann eine Antwort kriege. Dann kriege ich das halt das untere, retry until acknowledged. Dann kriege ich halt at least once. Das ist mindestens einmal ausgeführt worden auf der Zielseite. Die andere Variante, wenn ich nur einmal abschicke, dann ist es halt at most once. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich angekommen ist. Sagen ja einige, ja, das ist halt so, wenn man simplen Remote Procedure Call macht. Man muss ja nur Messaging oder Eventsystem dazwischen setzen. Ich habe jetzt hier mal ActiveMQ und Kafka genannt, ist im Prinzip egal. Kafka behauptet auch, sie können exactly once. Ich behaupte mal, das ist eine Lüge. Das geht unter bestimmten Randbedingungen, aber im allgemeinen Fall geht das Ganze auch nicht. Weil was haben wir jetzt bei so einem Messaging-System? Ich habe den Webshop als Beispiel, der seine Nachricht hier in der Mitte im Messaging-System abliefert. Und da habe ich jetzt ja auch im Prinzip wieder einen Remote Procedure Call. Das heißt, ich habe hier die gleiche Situation. Ich kann schon beim Abliefern wieder die Probleme haben, ich habe einen at least once oder einen at most once. Und zusätzlich habe ich hier beim Abholen auch noch was Ähnliches. Messaging-Systeme funktionieren normalerweise so, dass das Empfangen transaktional ist. Das heißt, ich hole eine Nachricht ab und bestätige dann irgendwann mal, dass sie abgeholt ist. Auch hier kann wieder die Situation vorkommen, dass die Bestätigung verloren geht und dann kriege ich auf der Ebene unter Umständen da das Ganze doppelt. Soll jetzt hier aber kein Rand gegenüber Messaging-Systemen sein. Die haben schon zwei Vorteile. Ein Vorteil ist, wenn die Zuverlässigkeit der Randsysteme geringer ist als die des Messaging-Systems, kann ich insgesamt natürlich die Zuverlässigkeit höher kriegen. Weil auf der Sendeseite, sobald ich das Ding hier abgeliefert habe und meine Quittung habe, kann ich sicher sein, ja, hat funktioniert und ich muss mich nicht weiter darum kümmern. Auf der Empfängerseite habe ich auch den großen Vorteil, dass ich bestimmen kann, wie schnell verarbeite ich die Daten. Wenn ich jetzt direkt per HTTP aufgerufen werde oder über irgendein anderes Remote Procedure Protokoll, kann es passieren, dass irgendein Sender, der relativ viel Rechenleistung hat, den Empfänger komplett überfährt und komplett platt macht. Beim Messaging-System wäre das so, dass der Sender einfach höchstens das Messaging-System in der Mitte platt macht und der Empfänger kann das genau in der Rate abholen, wie es für sich braucht. So, jetzt werden manche Leute sagen, ja, aber es gibt doch Systeme, die lösen das Problem. Wenn man zum Beispiel guckt in Richtung Kubernetes und etcd, da ist der Raft-Algorithmus dahinter und damit kriegt man diese Konsistenz hin. Da klappt doch alles. Ja, geht, aber jetzt muss man sich mal angucken, was so beim etc-Daemon, also das ist die Key-Value-Datenbank, die hinter der Kubernetes-Konfiguration steht, was da so in der Spezifikation drin steht. Standard-Request-Größe sind maximal 1,5 Megabyte. Kann man hochdrehen, aber für Standards haben wir meistens auch irgendeinen Sinn. Und die Größe der gesamten etcd-Datenbank dahinter ist maximal 2 Gigabyte. Standard kann man hochdrehen auf 8 Gigabyte. Da steht dann aber auch wieder empfohlenes Maximum. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit irgendwelchen relationalen Datenbanken, über diese Parameter lachen die. Die können wesentlich mehr. Das hat auch Gründe. So ein etcd oder mit dem Raft-Algorithmus, der ist für ein anderes Ding gedacht.
wenn man mal guckt, einige werden vom Kapp-Theorem gehört haben. Im verteilten System möchte man ja Consistency, Availability und Partition Tolerance haben. Da haben auch wieder ein paar Theoretiker bewiesen, es gibt diese drei Dinge, du kannst aber maximal zwei von denen haben. Und da spielen wir halt in unterschiedlichen Ecken, in unterschiedlichen Anforderungsszenarien. Beim ETC-Daemon, wenn es um die Konfiguration eines Software-Clusters geht, da möchte man auf jeden Fall Konsistenz haben. Aber ich kriege dafür nicht Availability. Das heißt, die Availability der Software habe ich schon, aber ich habe halt nicht die Availability der Konfigurationsänderung. Wenn da also mal mehr als die Hälfte weg ist oder nicht erreichbar ist, kann ich keine Konfigurationsänderung machen. Auf der anderen Seite, was möchte ich beim Shop haben, wenn ich so einen Webshop habe, da möchte ich eigentlich Availability haben. Wenn hinten das ERP-System oder das Logistiksystem zwischendurch mal weg ist, oder nehmen wir mal an, die drei würden jetzt wirklich im Raft-System, im Raft-Algorithmus und Demokratie versuchen, ihre Konsistenz zu halten, dann müssten schon zwei weg sein, damit der Shop oben nicht mehr funktioniert. Aber selbst das wäre ja ärgerlich. Warum soll der Shop nicht mehr funktionieren, wenn unten die Systeme weg sind? Sondern da kommt es eher auf Availability an. Ich möchte, dass die einzelnen Knoten autark für sich arbeiten können. Und noch ein anderer Grund, warum das in so einem Szenario vermutlich nicht funktionieren würde, wer kriegt so ein Webshop-System, ein ERP-System und ein Logistiksystem dazu überredet, zusammen den Raft-Algorithmus zu implementieren. Viel Spaß. Gut, ne? Also was ich damit sagen möchte, im Wesentlichen, ja, es geht unter bestimmten Bedingungen, das ist aber nicht die Bedingung, die ich in meinem Umfeld üblicherweise habe, wenn es um irgendwelche langweilige Business-Software geht, wo aber vorne jemand zuverlässig bestellen möchte. Es gibt andere Bereiche, gibt es andere Anforderungen und da gibt es andere Lösungen. Gehen wir nochmal wieder ein bisschen Richtung Theorie oder ein bisschen abstrakter. Ich habe es im Prinzip schon angedeutet, wie sieht so ein At-Least-One-Semantik aus, wie kann man die implementieren? Jetzt aber mal ein bisschen genauer. Also auf dem sendenden System passiert irgendein Ereignis, entweder passiert es wirklich lokal oder ich kriege es irgendwie reingesendet. Die erste Aktion ist dann, dass ich mein Ereignis persistent speichere. Aber wirklich persistent, nicht nur im Hauptspeicher, sondern irgendwo, wo es auch überlebt, wenn mein Rechner zwischendurch abstürzt. Erster Schritt. Der zweite Schritt ist dann, ich übertrage das Ganze an das Empfängersystem und das Empfängersystem speichert auch wieder, wie gesagt, speichern, persistent, Datenbank, Dateisystem, das Ganze und schickt dann erst die Antwort zurück. Und wenn ich hier muss ich noch eine Schleife drumherum bauen und muss das Ganze wiederholen, falls ich meine Antwort überhaupt nicht kriege oder zumindest nicht in einer vernünftigen Zeit kriege. Aber wenn ich irgendwann eine Antwort bekommen habe, kann ich dann auch wieder persistent den Erfolg speichern. Was jetzt in der Grafik nicht drin steht, es kann ja auch sein, dass mein Sendesystem irgendwo abstürzt. Es kann ja sein, ich habe das den Event hier in der Datenbank gespeichert, aber noch nicht als Erfolg gespeichert und ich stürze hier irgendwo ab. Dann muss ich zusätzlich noch irgendeinen Scheduling-Job haben, also wenn ich wieder hochkomme mit dem System nach einem Absturz oder generell, dass ich zwischendurch mal gucke, welche Events habe ich bei mir lokal in der Datenbank drin, die noch nicht erfolgreich markiert sind und muss die sozusagen nochmal verarbeiten und nochmal das Ganze rüberschicken Richtung Zielsystem. Was ich damit erreiche, aber ich habe irgendeinen RPC-Mechanismus, der nicht notwendigerweise 100% zuverlässig ist, aber ich kann dafür sorgen, dass mein Event auf dem Zielsystem mindestens einmal ankommt. Mit Event Broker sieht das Ganze ähnlich aus, nur dass hinten weiter irgendwelche Sachen parallel sind. Auf dem Sendesystem ändert sich im Prinzip nichts, nur dass ich nur bis zum Event Broker weitergehe und nicht bis zum Zielsystem. Und auf dem Zielsystem, wenn da der Event ankommt, das ist jetzt sozusagen, dass hier das Event speichern ist jetzt parallel mit dem Erfolg speichern, da weiß man nicht, welches von beiden vorher passiert, ist aber im Prinzip auch egal. Hier speichere ich den Event und nachdem ich ihn lokal gespeichert habe, mache ich auch wieder das Acknowledge an den Message Broker, sodass der Message Broker dann auch persistiert, dass er es erfolgreich weitergeleitet hat. Kommt im Prinzip dann das Gleiche raus. Es gibt es bei manchen Message Brokern auch noch die Möglichkeit, dass man hier dieses Event speichern und das Commit
an dem Messaging-System in einer XA-Transaktion machen kann, in einer verteilten Transaktion. Das heißt, dann hat man auf dieser Ebene im Prinzip ähnliche Mechanismen wie mit dem RAFT-Algorithmus in dem ETCD. Kann man so machen. Ich kenne auch einen Kunden, der hat zwischen Messaging-System und Datenbank XA eingesetzt. Es ist ein Quell steten Ärgers. Weil Problem ist, man hat dann verschiedene Hersteller. Man hat den Hersteller der Datenbank, man hat den Hersteller des Messaging-Systems. Die können schon mal leicht inkompatibel sein. Man hat das System, was hier das XA-Protokoll implementieren muss, also irgendein XA-Provider, der kann auch wieder leicht inkompatibel sein und schneller ist das Ganze auch nicht. Weil der muss dann nämlich so ähnliche Algorithmen machen, wie sonst das RAFT macht. Also im Normalfall würde ich von XA immer die Finger lassen. Was ist mit Idempotenz am Empfänger einfach? Idempotenz am Empfänger. Erst einmal, bevor wir dazu kommen, Reihenfolgetreue. Ist auch wieder, manchmal braucht man sie, manchmal braucht man sie nicht. Ich sag mal, in vielen Fällen ist es relativ egal. Da müssen die Sachen nur so ungefähr, also es darf nicht passieren, dass jetzt irgendein Event ewig zurückgehalten wird, sondern es muss irgendwann mal ankommen. Aber ob jetzt irgendwelche Pakete oder Lieferscheine mal ein bisschen durcheinander geraten, ist egal. Kritisch ist das Ganze, wenn man irgendwelche Daten aktualisiert. Und wenn ich jetzt zwei Kundenaktualisierungen habe für denselben Kunden und die überholen sich, dann im Worst Case kann das dazu führen, dass die ältere Aktualisierung die neueren kaputt schreibt. Da muss man also überlegen, was man dann dagegen tut. Ja, was sind die Ursachen? Warum kann es zu so einer Reihenfolgevertauschung kommen? Typischerweise, wenn es ein bisschen performanter sein soll, hat man auf Empfängerseite nicht nur einen Thread, der HTTP-Requests verarbeitet, oder wenn ich an einer Queue lausche, habe ich nicht nur einen Thread, der die Queue-Messages abarbeitet, sondern ich habe mehrere Receiver. Das heißt, da kann schon die Reihenfolge durcheinander kommen. Und selbst wenn man das da irgendwo versucht zu verhindern, indem man nur einen Receiver-Thread hat bei so einem Queuing-System, dann hat man immer noch das Problem, dass man irgendwo Error-Queues hat. Beim Queuing-System kann es halt immer vorkommen, ich lese eine Nachricht und ich stürze jetzt ab. Kann diese Nachricht aus oder freundliche Variante bei der Validierung stelle ich fest, ich kann diese Nachricht nicht verarbeiten. Das heißt, ich sage dem Messaging-System, geht nicht. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, man kann einen oder mehrere Retries haben, aber irgendwann nach so und so, wenn man, ne, entweder hat man unendlich viele Retries, dann kann ein so eine Poison Message, nennt man das auch, die ganze Verarbeitung blockieren, oder man hat endlich viele Retries und dann wird die Nachricht in irgendeine Error Queue umgeleitet. Wenn man die Nachricht dann später nochmal repostet, hat man automatisch schon irgendwie die Reihenfolge kaputt gemacht. Also man kann diese Reihenfolgetreue in vielen Fällen erreichen, aber die Kosten dafür sind sozusagen, dass man fast jegliche Parallelität kaputt macht. Man müsste ja zumindest dann, wenn man dieses Aktualisieren einer Adresse macht, müsste man jegliche Parallelität auf dem Kunden irgendwo verhindern. Aber dann bräuchte man auch wieder irgendein zentrales System und muss an der Stelle verhindern, dass auf einem Kunde mehrfach Updates gefahren werden. Also kann man erzwingen, ist aber meistens teuer und möchte auch noch andere Möglichkeiten vorstellen, wie man es umgehen kann oder wie man es lösen kann. Eine Lösung ist, dass man für diese Updates nicht die Daten selber verschickt, sondern dass man nur verschickt, es hat sich etwas geändert. Also es hat sich etwas beim Kunden mit der ID so und so geändert. Und dann der Empfänger sorgt dann dafür, dass er einfach rückwärts nochmal fragt, sich die aktuellen Daten holt und dann den Update in der Datenbank macht. In dem Fall ist es sozusagen egal, wenn sich da die Nachrichten mal überholen würden, dann wird halt das gleiche Update zweimal gemacht, aber ist harmlos. Hat natürlich alles seine Grenzen und Vor- und Nachteile wieder. Einmal ist es natürlich langsamer, weil ich mehr Netzwerk-Horn-Trips brauche. Und es funktioniert natürlich nicht mit irgendwelchen Patch-Events. Wenn ich die Daten mit dem Event selber verschicke, muss ich nicht immer die gesamten Kundendaten verschicken, sondern es reicht sozusagen, wenn ich die geänderten Felder verschicke. Das geht nach dem Ansatz hier natürlich nicht mehr. Oder ich müsste wirklich Events haben, die so fein granular sind, dass sie auf den einzelnen Feldern wären. Was dann relativ aufwendig wäre. Die andere Möglichkeit, ein bisschen aufwendiger zu implementieren, dafür aber auch mit mehr Leistung möglich, also wo man mehr Durchsatz schaffen kann, dass man mit Versionsnummern arbeitet. Das ist also in meinem Quellsystem meine Kunden,
oder meine Kundendatensätze jeweils eine Versionsnummer haben. Und wenn ich etwas rüberschicke, schicke ich nicht nur den Primary Key mit rüber, sondern ich schicke auch noch irgendeine Version mit rüber. Beziehungsweise ich habe in meinem Zielsystem habe ich einen Primary Key und eine Version Number, aber ich habe auch den Foreign Key, also den Key aus dem anderen System und auch die Foreign Version Number. Und dann kann ich halt erkennen, wenn jetzt eine Nachricht kommt mit einer alten Versionsnummer, dann weiß ich, ich habe schon mal eine neuere Versionsnummer da gehabt und muss halt, also kann und muss das zweite Update einfach ignorieren. Kann jetzt natürlich auch noch beliebig kompliziert werden, wenn ich nicht zwei Systeme habe und nicht nur in einer Richtung synchronisiere, sondern wenn ich drei Systeme habe, dann lohnt es sich unter Umständen oder dann muss man unter Umständen nicht in einem der Systeme die Tabelle erweitern über eine Versionsnummer von dem anderen System, sondern dann setze ich irgendein System in die Mitte und habe da meine Versionsnummer drin, eine eigene Synchronisationstabelle. Dann kann man auch eine Konflikterkennung machen und kann halt merken, wenn Sachen parallel geändert sind. Kennt im Prinzip jeder. Hat jeder schon mal erlebt, dass er irgendwo so einen Konflikt hat beim Softwareentwickeln? Arbeitet hier keiner mit Git? Ist ja im Prinzip nichts anderes. Wenn ich einen Git-Push mache, jemand anders hat die entsprechende Datei schon geändert, kriege ich auch eine Fehlermeldung, muss ich erst einen Pull machen, muss bei mir unter Umständen einen Konflikt lösen, wenn ein Konflikt auftaucht und muss dann das Ganze wieder abschicken und hoffen, dass in der Zwischenzeit nicht irgendjemand anders das geändert hat. So, jetzt kommen wir zu der Idempotenz oder was man gegen die Duplikate machen kann. Also wie gesagt, in den meisten Fällen möchte man ja at least once haben. Man möchte, dass die Aufträge auf jeden Fall ausgeführt werden. Und man möchte halt verhindern, dass sie mehrfach ausgeführt werden. Und manchmal ist es egal, hat man gesagt, bei der Aktualisierung in der Datenbank. Da muss man nur auf die Reihenfolge achten. Aber bei irgendwelchen Kommandos, wo die Kommandos auf dem Zielsystem irgendwas auslösen, Lieferschein drucken, Paket verschicken, da muss ich halt darauf achten, dass ich irgendwie die Duplikate erkenne. Und eine relativ simple Strategie ist, dass wenn ich ein Event verschicke, habe ich in dem Event einfach immer eine Event-ID drin und die Event-ID speichere ich auf dem Zielsystem in der Datenbank. Das heißt, jetzt kann ich erkennen, wenn ein Event reinkommt, gucke ich in die Datenbank. Wenn ich den Event in der Datenbank schon als verarbeitet gekennzeichnet habe, kann ich den einfach ignorieren und schicke nur eine Acknowledge zurück. Habe ich schon gemacht. Das ist die simpelste Variante. Parallelität bleibt erhalten. Man muss halt nur eine eindeutige Event-ID haben, die man mitschicken kann. Und man muss im Zielsystem die Möglichkeit haben, die eindeutige Event-ID zu speichern. Funktioniert zwischen zwei Systemen. Aber die Welt ist ja meistens komplexer. Wir haben meistens ja nur nicht zwei Systeme, sondern mindestens drei. Bei dem Beispiel eben hatten wir schon den Webshop, wir hatten das ERP-System und wir haben das Logistiksystem. Wir haben also hier den Sender, der halt beim Empfänger das Ganze ablegt. Und jetzt habe ich hier beim Empfänger wieder die Wahl, wie rum mache ich es. Speichere ich erst den Event ab und löse dann die Folgeaktion aus. Also schicke wieder irgendein Event weiter oder löse ich erst die Folgeaktion aus und speichere dann den Event ab. Wenn zwischendurch wieder der böse Gnom kommt mit der Axt und haut irgendwann in den Rechner rein und ich stelle einen neuen Rechner hin mit der noch funktionierenden Datenbank und setze das Ganze wieder auf, kriege ich halt entweder wieder einen doppelten Event oder einen verlorenen Event. Kann man sich jetzt fragen, wie oft passiert das Ganze hier, dass genau dazwischen der Crash kommt? Eine Sache wäre halt tatsächlich, wenn wir jetzt wieder bei dem Paketdienstleister sind oder bei dem Webshop, wenn das alle Jubeljahre mal vorkommt und ich eine Kamera doppelt verschicke, so what, mache ich halt einfach. Oder die andere Variante, man versucht das Ganze irgendwie zu verhindern. Also eine Sache, die man hier auf der Ebene ja machen kann, hier weiß ich ja, im Normalfall, wenn der Crash nicht gerade einen ganz ungünstigen Zeitpunkt passiert ist, ob ich den Event das erste oder das zweite Mal oder das erste oder ein wiederholtes Mal verschicke. Ich könnte also einfach hier eine Warnung mitschicken, das ist ein Repost, das ist nicht das erste Mal. Wenn wir jetzt ein kleines System hätten, wo jetzt irgendwo, oder einen kleinen Versender, nicht gerade Amazon, wo wenige Leute die Pakete verschicken, könnte man jetzt also einfach auf den Auftrag, der gedruckt wird, wo drin steht, schicke dieses Paket bitte an den Kunden, könnte man draufschreiben,
das ist ein Duplikat, sei vorsichtig, guck nochmal nach. Kann natürlich auch automatisiert gehen, dass ein System sagt, okay, wenn ein Paket oder ein Ereignis empfangen wird und das könnte ein Duplikat sein, dann mache ich irgendwelche zusätzlichen Prüfungen, gucke also in irgendeinem weiteren System nach, ob ich das Ding nicht doch eventuell schon verarbeitet habe. Am schönsten ist das Ganze, wenn man die Event-ID, die man hier links oder noch weiter links irgendwo erzeugt hat, durch alle Systeme durchschleift. Wenn wir also hier eine Event-ID erzeugen, die schicken wir nicht nur hier hin und speichern sie hier, sondern dieselbe Event-ID wird sozusagen auch noch weitergeschickt als Zielsystem. Dann könnte ich sagen, ich löse als erstes die Folgeaktion aus, speichere dann das Event. Und wenn das Ganze dann nochmal passiert, in der Folgeaktion habe ich meine Event-ID mitgeschleift oder mitgeschliffen und dann kann das nächste System auch wieder diesen Check machen und prüfen, ist das Ding schon mal verarbeitet worden und ich ignoriere das Ganze. Also eigentlich relativ simple Mechanismen, die man einfach einbauen kann, wenn man die Möglichkeit hat, die entsprechenden Systeme so weit zu ändern, dass man es da reinkriegt. Kommen wir nämlich zur Praxis, auch mit diesen ganzen Events. Eine Frage ist ja, woher bekommt man seine Events? Im Idealfall ist der Webshop so aufgebaut, dass ich da konfigurieren kann, ja, wenn ein Auftrag passiert ist, dann rufe dieses REST-Interface auf oder verschicke ein Event an dieses Queuing-System. Der beste Fall. Der nächste Fall ist, wenn man den Webshop selber geschrieben hat oder wenn man da Customizing machen kann, kann man halt was einbauen und sagen, okay, wenn das passiert, verschicke die Events. Das ist der schöne Fall. Der hässliche Fall, man kann den Webshop beispielsweise nicht verändern, weil das irgendeine Kaufsoftware ist, die kein Customizing erlaubt oder das Customizing ist zu teuer. Dann muss man halt doch vor das System selber irgendwas davor setzen. Als Beispiel jetzt hier, wenn man einen Paketdienstleister hat, der kein Event anbietet, müsste man in dem Logistiksystem zum Beispiel stündlich einmal pollen, für alle Pakete nachfragen, hat sich der Status unter Umständen verändert und dann würde das Logistiksystem irgendwelche Events dann daraus generieren. Ist eine unschöne Variante und ist halt schwierig, weil wie pollt man, wie macht man das Ganze? Man kann natürlich alles abfragen, dann muss man aber selber eine Schattendatenbank haben, mit der man das Ganze vergleicht. Im schöneren Fall hat das System zumindest irgendwelche Zeitstempel, dass man sagen kann, gib mir die Info zu allen Paketen, die sich seit so und so verändert haben. Wobei es dann besonders hässlich wird, wenn man irgendwo Elemente löscht. Die findet man mit so einem Zeitstempel natürlich nicht, es sei denn, man hat ein Soft-Delete. Wenn man ein Soft-Delete hat, wo nur als gelöscht markiert ist, kriegt man sie noch. Ansonsten kann man Löschung nur erkennen, wenn man jetzt auch wieder eine Schattendatenbank hat und dann die beiden Datenbanken komplett gegeneinander abgleicht. Nicht sonderlich schön und entsprechend aufwendig. Nochmal, wie sieht es aus, wenn man Standardsoftware hat? Ich habe nur irgendwelche Namen mit schönen Logos raus. Jeder setzt da seine Systeme ein, mit denen er so arbeitet. Manchmal ist es dann halt sinnvoll, irgendwas in die Mitte zu setzen, also irgendeine Integrationssoftware, die die Aufgabe nimmt, die ganzen anderen Systeme miteinander zu verbinden. Dass man also weniger Customizing oder gar kein Customizing in den anderen Systemen arbeitet, sondern dass man bei dem System in der Mitte dafür sorgt, dass man Events generiert, dass man die Daten verteilt, also dass man die Synchronisation macht. Also da beispielsweise auch so eine Zwei-Wege-Synchronisation implementiert, inklusive Konflikterkennung. Wenn man jetzt Konflikte erkennt, die Konflikte meldet, also im Idealfall kann man sie in Software auflösen oder im Worst Case kann es auch passieren, dass die Konflikte einfach ausgeleitet werden und dass dann irgendein Mensch nachgucken muss, was ist jetzt die richtige Lösung des Konfliktes und wie soll es dann in Wirklichkeit aussehen. Ein Beispiel, irgendjemand hat im Außendienst Leute rumlaufen, die mit Tablets arbeiten, die auch mal offline sein können. Jetzt kann eine Adresse da auf dem Tablet geändert werden. Die Adresse könnte auch in der Zentrale geändert werden. Kann gleichzeitig passieren. Beim Synchronisieren fällt das Ganze auf. Kann man sich auch überlegen, wie oft passiert sowas. Und sollte im Normalfall selten sein. Das heißt, man kann solche Konflikte dann auch durchaus ausleiten, dass dann jemand anders Menschen im Extremfall die Konflikte auflöst. Und so ein Ding in der Mitte kann sich dann auch noch um andere Dinge kümmern, weil so ein SAP und Shopify, die schon vordefinierte Schnittstellen haben, ich vermute mal nicht. Das heißt, sie werden irgendwie unterschiedliche Datenformate haben. Selbst wenn sie beide JSON haben für Kunden, wird der Kunde nicht genau gleich aussehen. Das heißt, dieses Ding in der Mitte kann dann unter Umständen auch für die Formate, die man nutzt.
Jo, sind wir schon bei der Zusammenfassung. Kurze, ganz kurze Zusammenfassung, es bleibt schwierig. Das heißt, verteilte Systeme sind meistens nicht einfach, beißen einen öfter, als man denkt oder als es einem lieb ist. Und ich sage es, es gibt auch da nicht immer die eine richtige Antwort, sondern man muss die Anforderungen kennen und man muss dann eine Antwort finden, die auf die Anforderungen passt. Und wenn es jetzt um so ein Kubernetes-Cluster geht, möchte ich, dass meine Konfigurationsänderungen auf jeden Fall sicher sind. Ich kann aber damit leben, dass meine Konfigurationsänderungen eventuell mal ein bisschen langsamer passieren. Also da möchte man CP, konsistent, partition-tolerant haben. In so Business-Systemen, auf der Business-Ebene, da kommt es eher auf Availability an. Und da kommt es häufig auch darauf an, dass man einen höheren Durchsatz hat. Also da passen dann eher diese Muster, die ich hier angegeben habe, und nicht sowas wie der Raft-Algorithmus. Was, glaube ich, auch klar geworden ist, für diese ganzen Probleme gibt es im Normalfall nicht ein Framework, was einem diese ganzen Probleme löst, sondern die schlagen leider oft durch bis in die Fachlichkeit. Das heißt, man muss sie leider bis oben hin irgendwo selber berücksichtigen. Und man sollte auch meiner Meinung nach überlegen, wie weit gehe ich, also welche Fälle berücksichtige ich alle noch, welche Art von Ausfällen und welche Art von Konfliktfällen. Ich sage auch, irgendwann mal Schluss machen und im Zweifelsfall dann bestimmte Fehler nur noch melden, dass halt irgendein Mensch mal nachguckt und dann diese Fehler aufhebt. Und ansonsten holt man sich eine Komplexität rein ins System, die man auch schwer testen kann. Meine Meinung ist immer, alles, was man als Software nicht getestet hat, funktioniert auch nicht. Zumindest so meine Erfahrung. Jo, damit wäre ich auch halbwegs in Time durch, glaube ich. Fragen? Keine Fragen. Wollen alle zum Essen, das gibt es erst in 10 Minuten. Testen angesprochen hast, zu Empfehlungen oder Erfahrungen zum Testen von so eventgetriebenen Systemen, speziell wenn es um zwei oder das ganze System oder mehrere Systeme verbunden wird. Ich habe auf der letzten Folie geschrieben, es bleibt schwierig. meine Erfahrung ist erstmal natürlich lokal, erstmal die Unit-Tests machen, aber es reicht in dem Fall typischerweise nicht auf, sich mit bei Unit-Tests aufzuhören, weil die Probleme treten immer auf, wenn man mit den anderen kommuniziert, weil das ist ein anderes Team und da gibt es Missverständnisse. Also im Idealfall hat man die gesamte Systemlandschaft tatsächlich nicht nur als Produktivsystemlandschaft aufgesetzt, sondern man hat vorher auch einen Test oder jeder Kunde unterschiedlich viele Stages, ne, aber im Idealfall hat man sogar in der Entwicklungsstage schon die anderen Systeme auch zur Verfügung und kann da Testweise darauf zugreifen, spätestens in irgendeiner Test- oder Akzeptanzumgebung hat man die anderen Systeme. Man sollte dann auf jeden Fall auch iterative Tests schreiben. Wir machen das teilweise so, wenn wir auch mit diesen Integrationssoftware arbeiten, die hat dann ihre eigenen Testmechanismen, aber es gibt dann teilweise diese expliziten Unit-Tests, wo alles weggemockt ist. Und wir schreiben dann teilweise nochmal eine getrennte Test-Suite, Integrationstest-Suite, und da sind dann halt Sachen nicht weggemobbt, sondern die arbeitet dann tatsächlich mit den anderen Systemen. Was aber manchmal auch dazu führt, wenn man jetzt mit irgendeinem externen System arbeitet und das hat die entsprechende Stage nicht, dass man dieses externe System dann auf der Ebene, eventuell auf Development, schlimmstenfalls sogar auf der Testebene durch ein Mob-System ersetzen muss. Aber meine Idee oder das, wofür ich plädiere, ist, dass man die Integrationslandschaft da sozusagen auch zumindest auf der Akzeptanztestebene auch verfügbar hat und da automatisiert testet. Dahin gibt es noch eine Frage. Also wie ich das verstanden habe, ist ja viel so zu spät. Man kann jetzt wirklich sagen, ich möchte jetzt die Natural Consistency, sondern die Open Hard Consistency, dann macht es so, oder hier ist der Risiko, es ist gar nicht so groß, es ist gar nicht so schlimm, zum Beispiel Fachlich-Tests ist jetzt auf die Kriege, wenn hier zu etwas doppelt verschickt wird oder nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich es in der Vortrag abhöre, da liegt die Kunst, ja, das wirklich so einordnen zu können und zu beurteilen zu können. Das werden ein paar Ratschläge, also ich glaube, da gibt es ja sicher auch irgendwelche technischen Kriterien, wenn man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht doof, wenn das passiert, aber es passiert halt einmal alle 10 Jahre, wie gehst du da vor?
Zufall in die Systeme irgendwie reinzugucken. Viele sind natürlich keine harten Zahlen, sondern sind Annahmen. Wenn ich jetzt irgendwo habe, ich verschicke hier Gefolgenachrichten und mache jetzt da Hintergrund in der Datenbank, sage ich halt auch, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das zwischen jetzt wirklich jemand mit der Axt in den rechten Bein haut, ist gering. Und dann sage ich halt auch irgendwie, ja, toleriere ich. Oder ich kenne so ein Framework, da gab es so ein schönes Ding, das nannte sich dann nicht XA-Transaction, sondern es nannte sich dann einfach Multi-Transaction. Und die funktionierte einfach so, da konnten halt mehrere Transaktionen aufgemacht werden an verschiedenen Sachen und das Framework hat einfach dafür gesorgt, dass die am Ende in umgekehrter Reihenfolge, wie sie aufgemacht wurden, wieder committed werden. So, und dann damit erreicht man, wenn man das jetzt mal überlegt, ne, kriege ich erst ein Message rein, mache die Transaktion auf, ich schreibe was in der Datenbank und wenn ich dann am Schluss umgekehrt committe, kriege ich automatisch at least one Semantic. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt da ein Duplikat habe, ist halt, dass diese beiden Commits, dass genau zwischen den beiden Commits crasht, das ist halt unwahrscheinlich. Das hatte ich auch, wenn man dann zusätzlich noch eine Duplikaterkennung drin hat, ja, dann ist es dann nochmal. Ja. Spielen Packtests eine Rolle? Was denn? Diese Packtests. Das ist so ein Contract-Test. Genau, das ist auch so ein Framework. Ja, ich sag mal, mit dem Contract-Testing testet man ja im Prinzip noch weniger. Da guckt man ja nur, dass der Contract eingehalten wird, also dass Sachen zurückkommen. Ja, und da ist ja gar keine Semantik dahinter. Ne? Da ist nur, man sieht halt, ich sag mal, ein Contract-Test, auf den kann man meiner Meinung nach verzichten, wenn man auf beiden Seiten aus einer API-Spezifikation mechanisiert wirklich herleitet, wie darüber kommuniziert wird, weil dann können diese Art von Fehlern eigentlich gar nicht mehr passieren. Wenn man natürlich manuell gegen irgendeine REST-API programmiert oder irgendjemand aus einer Spezifikation die manuell anbietet, die REST-API, dann bietet es sich natürlich an, diese Contract-Tests zu machen. Ist das automatisiert schon für sowas wie ActiveMQ, also so Schema-Registry oder sowas? Bei ActiveMQ wird ja normalerweise nicht mit Schema Registry gearbeitet. Was es gibt es ja, es gibt ja Open API für REST, es gibt Async API für Messaging-Systeme, beziehungsweise bei Kafka wird ja man im binären Format arbeitet mit dem Abo, da gibt es ja da die Schema Registry dahinter. Aber ich sag mal, das Tooling ist da nicht so schön. Und weil da halt die Vielfalt auch größer ist, ist es nicht so schön und einfach wie bei irgendwelchen REST-Schnittstellen. Also da gibt es aus Open API raus, kann ich für praktisch jede Programmiersprache eine kleine Datei generieren, dann ist da ein bisschen schöner. Aber ich sag mal, ne, denk mal, bei Async API wird sich das auch entwickeln. Aber selbst wenn man jetzt nicht komplett alles daraus macht, kann ja zumindest die Schema-Informationen für seine Datenobjekte nutzen und kann daraus dann automatisiert serialisieren, deserialisieren. Und dann hat man ja schon einen Schwung von Fehlern verhindert.